Ja, Feuer habe ich. Feuer habe ich. Hast du mich gerade mein Herz genommen? Ja. Wir wünschen mal auf eine freundschaftliche Art und Weise hier. Naja, von Freundschaft sollte nicht die Rede sein. Zum Wohl. Mit Kaffee anstoßen. Na gut. Du bist gerade im Workshop mittendrin, oder? Ja, wir sind gerade kreativ. Wir drehen die Nibelungen nach. Mhm. Das ist ja auch meine Lebensaufgabe. Ist es deine Lebensaufgabe? Nee, meine ist es nicht, nee. Aber das ist eine Lebensaufgabe. Ja. Wir sind auch gerade im sehr kreativen Prozess und haben viele Ideen. Wir werden es wohl als Drogen-Nacht-Trip. Die Nibelungen als Drogen-Nacht-Trip, okay. Genau. Ja. Das klingt nach einer Geschichte von David eigentlich, irgendwie ein bisschen. Siegfried genau. Und Crystal Mass. Nee, wir überlegen, dass Gunther die Droge ist, ne? König Gunther, okay. Gunther ist keine Droge. Person, sondern die Droge. Ja. Aber ist gerade noch in der Erfindungsphase, ne? Muss man ja erstmal noch. Ja. Ja, schön. Schön eigentlich. Hm. War da nicht auch diese Sache mit dem Blatt bei den Nibelungen? Ich vergesse das immer. Ja, er badet im genau. Blut des Drachen. Und das Lindenblatt oder sowas fällt runter, irgendwie ne? Zwischen seinen Schulterblättern. Ja. Und da ist er dann verwundbar. Er ist verwundbar da, aber, oder? Ja, das wollen wir dann in so einer Dusche, so crazy-mäßig, mit Blut von der Decke tropfen und so. Blut von der Decke oder eine Kachel, die abfällt. Ja. Okay. Das ist eine kleine Schweinerei, aber ich meine... Muss ja nicht immer Schweinerei sein. Darf man ja auch mal machen, ne? Also reicht ja auch mal eine Sauerei statt eine Schweinerei. Genau, richtig. Ja. Alle zusammen duschen, die Nibelungen in der Dusche, als Fußballteam in einer Gemeinschaftsdusche oder so. Zum Beispiel. Ja. Das werde ich gleich mal einbringen FC noch. FC Nibelungen. Vielleicht können wir noch ein paar BVB-Fans polarisieren. Reaktivieren. Ja, gibt's noch welche eigentlich? Oder? Na, heute ist doch erst das Finale, oder? Also was ich in meinem Hotel heute sehen konnte, ist das heute, heute oder? Ist das Finale. Ist das nicht heute das Finale? Nee, das ist dieses oder nächstes Wochenende. Nee, nächstes nee. Wochenende ist Champions League, genau. Ja, aber DFB-Pokal ist doch jetzt. Ja, okay. Ja, also ich habe viele Dortmund-Fans auf jeden Fall heute im Hotel gesehen, die schon gut dabei waren. Die Dortmunder und die Nibelungen. Ja. Genau. Ja, ich habe von Christina Schulz auch gehört, es gibt keine Hotels mehr in Berlin. Es ist alles weggebucht, alles weg. Von Fußballfans. Es und vom auch, Theatertreffen. Und vom Theatertreffen ach, natürlich. Also eigentlich vom Theatertreffen und dann von den Fußballfans. Genau. Weil wir sind ja mehr durchaus. Wir sind mehr durchaus. Und die Busse sind auch alle belegt. Also wenn man noch einen Bus, so. Ja und auch überhaupt, also wenn man einen Bus von A nach B mieten will oder so, ja. Geht gar nichts mehr wohl. Unterwäsche gibt es auch nicht mehr und Duschen sind wahrscheinlich auch alle. Ja, es ist halt wie damals bei den Nibelungen. Ja, da war ja auch Kraut und Rüben und alles voll. Das war's, ja. 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 Ende gut, alles tot. Finde ich aber auch mal schön so. Sterben die eigentlich alle? Nee, ne? Ich muss sagen, ich hatte es damals nicht in der Schule. Ich habe vorhin so ein bisschen Wikipedia gelesen. Ja. Und uns wurde... Siegfried sterben, glaube ich, fast alle. Am Ende ist wohl... Es sind ja so drei Teile. Ja. Und dann der letzte heißt Kriemhilds Rache. Ja. Und das ist wohl einfach nur ein Gemetzel vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Und irgendwie alle sterben am Ende. Das ist wohl wahr. Ja. Von Hebbel. Das ist von Hebbel und das Dicke ist, glaube ich, Wagner 16 Stunden. Okay. Irgendwas. Wurde mir vorhin so ja, mitgeteilt. Ja, ist wie so ein Fußballspiel mit Verlängerung. Mit Verlängerung, ja. Das ist Elfmeterschießen und dann sind alle tot. Kommt da nichts, ja. Ja. Halt. Rutschen aus und ja. Was weiß da ist ich. Auch die Dusche dann auch wieder ein ganz andere Symbolkraft. Ja. 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 Das Abspülen danach. Angela Merkel war nach dem WM-Finale in der Dusche. Im BVB-Bikini, ne? Ist dir ein Lindenblatt auf den Rücken gefallen? Oder? Ist sie verwundbar? Sie ist die Unverwundbare eigentlich. Sie ist die Unverwundbare. Ja, ja, die passt da auf. Ja. Da ist immer jemand, der die Blätter wegreißt, wie im Urwald. Wegbadet. Mit so einem ja. Schwert immer so. Ja. 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 Sie soll sich ja getrennt haben von ihrem Mann. Nein. Ja. Das Traumpaar. Die sah noch so süß immer ja, aus. Ja, von ihm hat man ja nicht so viel gesehen. Also außer von Urlaubsbilder, wenn er mal hinter ihr hergetrottet ist. Von ja, mir. Genau. Boah, doch mal. Bitte? Ja, ja, natürlich. Die waren verheiratet, oder? Keine Ahnung. Doch, die waren verheiratet. Die waren verheiratet. Ja. Gauck ist nicht verheiratet. Nee.
Den hat mal meine Mama getroffen, als sie mich vom Flughafen abgeholt hat. Wahnsinn, ne? Wollte da kam sie ihn heiraten, auch, oder? Da kam der auch extra, um mich vom Flughafen abzuholen. Fand ich schon nett. Finde ich nett. Kann der Bundespräsident ruhig mal machen, wenn die Berliner zurückkommen. Ja. Mal sagen, hey, schön, dass du wieder da bist. Ja. Fand ich... Hat er dann nicht gemacht. Aber war auch okay. Ja. War eine nette Geste. Will ich immer würdigen. Auf Gauk. Auf Gauk. Auf Gauk. Auf Gauk. Auf Gauk. Kommt ja auch noch.